Der Himmel bei Nacht. Seit Jahrtausenden blicken wir Menschen hinauf zu den funkelnden Sternen und seit Tausenden von Jahren begleiten uns auch Fragen zu diesem Weltall über uns. Die Sternbilder, wie etwa hier Orion, Halbgott und Jäger, und auch die nach Göttern benannten Planeten, wie etwa Mars oder Venus, die zeugen noch davon, dass der Himmel der Antike einst das Reich von Göttern und Mythen war. Doch dank unseres Verstandes und dank auch immer besser werdenden Technologien konnten wir dem Universum immer mehr seiner Geheimnisse entlocken. Mythen wichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Götter wurden ersetzt durch Naturgesetze. So wissen wir zum Beispiel heute, dass die rote Farbe des nach dem Kriegsgott Mars benannten Planeten nichts mit dem in Kriegen vergossenen Blut zu tun hat, sondern dass der Mars schlichtweg ein verrosteter Planet ist. Und dass das schöne, helle und glanzvolle Licht der Venus, die wir als Morgenstern oder auch Abendstern kennen, aber schon rein gar nichts mit der Göttin der Liebe und Schönheit zu tun hat. Denn Raumsonden haben festgestellt, dass man auf ihr gleichzeitig vergiftet, gekocht und zerquetscht werden würde. So konnten wir also immer mehr Fragen über das Weltall beantworten. Doch jede neue Antwort brachte auch ständig neue Fragen hervor. Gerade so wie bei der Hydra, der nach jedem abgehackten Kopf zwei neue nachwuchsen. So wissen wir also zum Beispiel heute, dass sich über unseren Köpfen rote Riesen und weiße Zwerge befinden. Wir haben auch gelernt, dass es da oben regelrechte Ungeheuer gibt, direkt aus der Welt der Science Fiction, schwarze Löcher zum Beispiel. Und dass es da oben riesige Galaxien gibt, riesige Sternansammlungen bestehend aus 100 Milliarden von Sternen. Und dass da oben auch ständig neue Sterne beim Entstehen sind, in sogenannten Sternentstehungsgebieten oder ganz salopp formuliert Sternenkindergärten. Wir haben auch viele tausend Planeten entdeckt, die um weit entfernte Sterne herumkreisen. Aber ob es auf diesen Planeten auch Wasser gibt oder vielleicht sogar Leben, das wissen wir heute noch nicht. Und wir mögen inzwischen auch verstanden haben, wie unser Universum entstand in diesem ominösen Urknall vor 13,5 Milliarden Jahren. Wir wissen aber auch, dass es zum Großteil aus Dingen besteht, von denen wir so gut wie gar keine Ahnung haben. Dunkle Materie und dunkle Energie. Spannend. Faszinierend. Unbegreiflich. Als ich meinen Besuchern im Planetarium von diesen Wundern, von dieser Faszination für das Kosmos erzählte und berichtete, stellte mir ein Besucher, 50er Herr, Brille, Anzug, eine Frage, eine sehr entscheidende Frage. Vor allen anderen Besuchern fragte er mich, na und? Was bringt mir das Ganze? Also können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ja, Astrophysiker, das Wichtigste der Welt, Blasphemie. Aber ich konnte seine Frage schon auch nachvollziehen. Eine klassische Frage des Homo economicus, des Wirtschaftsmenschen, wie wir alle sind. Kein Tun ohne einen Nutzen. Seine Frage zielte also eher darauf ab, mag zwar alles schön sein und nett und interessant, was du uns da erzählst über das Weltall, aber ich habe andere Probleme. Kann ich meine nächste Miete bezahlen? Wie steht denn der Aktienkurs? Was twittert Trump? Ich hätte ihm auf viele verschiedene Arten antworten können. Ich hätte ihm zum Beispiel sagen können, dass die Astronomie gar keinen Nutzen hat. Genauso wie das Betrachten von Michelangelos David keinen Nutzen hat oder der Besuch einer Oper. Hätte ihm auch sagen können, dass aus der Wissenschaft heraus sich manchmal völlig zufällige und unerwartete Entwicklungen und Erfindungen ergeben, die als Innovation in einem anderen Gebiet ihren Einsatz finden. Zum Beispiel der Laser. Aber ganz ehrlich, das sind nur Peanuts. Die Astronomie liefert nämlich die Antwort auf eine der Urfragen der Menschheit. Sie liefert die Antwort auf die Frage, woher kommen wir? Die Antwort auf diese Frage hängt unmittelbar hiermit zusammen. Sie hängt zusammen mit einer anderen Frage. Sie hängt nämlich zusammen mit der Frage, warum leuchten eigentlich Sterne? Die Antwort darauf, meine Damen und Herren, ist das romantischste, mir bekannte aus der Welt der Astrophysik. Und die Antwort lautet Kernfusion.
Ich sehe die verdrehten Augen, was labert der jetzt von Kernfusion? Aber wartet ab, was euch der Astrophysiker da oben zu erzählen hat. Sterne. Sterne beginnen ihr Leben in einer riesigen, rotierenden Wolke aus Gas und Staub. Unter dem Eigengewicht dieser Wolke zieht sich diese zusammen, sie kontrahiert, sie kollabiert und wird dabei in ihrem Inneren immer dichter und dichter und vor allem heißer und heißer. Irgendwann ist es im Inneren dieser Wolke so dicht und so heiß, dass 4 Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern verschmolzen oder eben fusioniert werden können. Dieser Prozess setzt Energie frei und ein neuer Stern ist geboren. Unser Stern, die Sonne, wandelt aktuell 600 Millionen Tonnen Wasserstoff, also das Doppelte des Gewichts der gesamten Menschheit, um in 596 Millionen Tonnen Helium pro Sekunde. In anderen Worten wird unsere Sonne pro Sekunde 4 Millionen Tonnen leichter. Einstein, sei Dank, Energie und Masse sind nur die 2 unterschiedlichen Seiten derselben Medaille. Sodass also dieser Massenverlust der Sonne abgestrahlt wird in Form von Energie. Das ist der Grund, weshalb unsere Sonne leuchtet und das ist der Grund, weshalb Sterne leuchten. Diese Kernfusion, die sich im Inneren, im Kern des Sterns abspielt, wirkt nach außen durch einen Strahlungsdruck und wirkt dabei der nach innen wirkenden Schwerkraft der äußeren Gashüllen entgegen. Der Stern ist stabil, er lebt, er leuchtet. Aber diese Kernfusion geht nicht ewig so weiter. Sterne sind letztlich wie Menschen. Sie werden geboren, sie leben nach menschlichen Standards durchaus sehr lange, aber am Ende ihres langen Lebens sterben sie. Das ultimative Schicksal eines Sterns hängt aber dann von seiner Masse ab. Die kleinen, massearmen Sterne, wie zum Beispiel unsere Sonne, die leben sehr lange, Milliarden von Jahren. Sobald aber im Inneren dieses Sterns, dieser kleinen Sterne, der Wasserstoff aufgebraucht ist, geschieht Folgendes. Der Strahlungsdruck nach außen fällt weg, die Schwerkraft gewinnt, sie zieht den Stern zusammen, dabei wird er im Inneren wieder ein bisschen heißer und nun passiert Folgendes. Nun kann rund um den Kern herum Wasserstoff zu Helium fusioniert werden und bei manchen Sternen kann im Kern das Helium zu Kohlenstoff verfusioniert werden. Dies stabilisiert den Stern, aber nun geschieht etwas Seltsames. Der Stern dehnt sich dadurch aus und kühlt außen ab. Und es entsteht ein roter Riese. Unsere Sonne wird in rund 4,5 Milliarden Jahren genauso enden. Sie wird sogar bis zur Erdbahn reichen. Sie wird die Erde einverleiben. Im Laufe der Zeit stoßt dann dieser rote Riese seine äußeren Gashüllen ins Weltall ab und legt den inneren Kern frei des Sterns, einen kosmischen Ascheball, der einst die Sonne war, ein sogenannter weißer Zwerg. Die großen, massenreichen Sterne, das sind die Rockstars der Sterne. Die Devise lautet hier, live fast and die young. Sie leben nur wenige Millionen Jahre, aber was die schaffen, diese Sterne? Sie schaffen es, das Helium und den Kohlenstoff im Inneren weiter zu fusionieren, zu schweren Elementen, den Kohlenstoff zunächst zu Sauerstoff, Sauerstoff zu Neon, Neon zu Magnesium, Magnesium zu Silizium, Silizium bis zum Eisen. Dann ist Schluss. Durch Kernfusion können keine weiteren schweren Elemente als das Eisen erzeugt werden. Und was passiert? Schwerkraft gewinnt, die äußeren Gashüllen fallen ungebremst auf den inneren dichten Kern und der Rückprall dieses Sterns reißt den Stern in Stücke. Eine gewaltige Explosion ist die Folge, die wir Supernova nennen. In dieser Supernova können dann schwerere Elemente entstehen als das Eisen. Hier haben wir so einen Stern, der sehr bald explodieren wird. Es handelt sich hier um den linken oberen Schulterstern im Sternbild Orion. Der Stern heißt Betelgeuse. Wahrhaft eine tickende Zeitbombe. Freut euch auf ein kosmisches Feuerwerk. Denn sobald dieser Stern explodiert, könnt ihr in der Nacht problemlos Zeitung lesen. Wird so hell leuchten wie der Vollmond ungefähr. Und zum Glück ist die Erde weit genug von diesem Stern entfernt. Uns kann nichts passieren.
Was heißt aber nun, er wird sehr bald explodieren? Sehr bald heißt irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren. Wir Menschen sind die Eintagsfliegen des Kosmos, das muss man so sagen. Aber trotzdem schaue ich in jeder klaren Winternacht zu Betelgeuse, zum Orion und denke mir, jetzt tu mir halt den Gefallen und explodiere halt endlich. Diese Sternexplosionen sind unglaublich selten im Laufe eines Menschenlebens zu sehen. Vor ein bisschen mehr als 1000 Jahren, vor ein bisschen weniger als 1000 Jahren muss ich sagen, im Jahr 1054 gab es eine derartige Supernova. Im Sternbild Stier kann man noch heute die Überreste dieser Supernova mittels kleiner Teleskope noch sehen. Übrig bleibt nach so einer Supernova kein weißer Zwerg, sondern, das der Astrophysiker als Neutronenstern oder sogar schwarzes Loch bezeichnet. Aber die Quintessenz, die Moral dieser Geschichte, was ich euch gerade erzählt habe von der Entwicklung vom Leben eines Sterns, die Moral ist die, während des Lebens und beim Sterben eines Sterns werden die allermeisten Elemente erzeugt, die wir kennen. Und es kommen eben auch all jene Elemente durch Sterne überhaupt erst zustande, aus denen wir bestehen. Als Beispiel sei hier genannt der Kohlenstoff. Kohlenstoff haben wir hier in unserer Haut. Eisen haben wir in unserem Blut. Calcium in unseren Knochen. Die Luft, die wir hier jetzt gerade bei der Dixbozen einatmen, die Luft besteht aus Stickstoff und Sauerstoff. Und all das war vor vielen Milliarden Jahren physisch in einem Stern drinnen. Und nicht nur das, auch die. Und nur weil Sterne sterben, weil sie ihre Innereien hinausschleudern ins Weltall, aus denen sich neue Sterne, neue Planeten bilden, gibt es euch und mich heute, hier und jetzt. Wenn ihr Schmuck am Finger, am Hals, am Ohr tragt, die Gold- und die Silberatome waren vor Jahren, Milliarden Jahren in einer Supernova beteiligt oder wie ganz neue Erkenntnisse zeigen, bei der Verschmelzung von zwei Neutronensternen. Ob Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, das ist die sprichwörtliche Frage des Glaubens. Aber es ist ein unumstößlicher wissenschaftlicher Fakt, dass mindestens ein Stern für uns gestorben ist, dass wir heute hier sein können. Und vermutlich kommen die Atome in eurer linken Hand von einem anderen Stern wie die Atome in eurer rechten. Die große Ausnahme des Ganzen, gibt einige, aber die große Ausnahme ist der Wasserstoff. Wasserstoff entstand in jenem Ereignis, das nicht nur den Wasserstoff erzeugt hat, sondern sogar das Weltall an sich, der Urknall. Dort entstanden Raum und Zeit und der Großteil des Wasserstoffs. Das habe ich also meinem Besuch im Planetarium geantwortet. Die Astronomie zeigt, dass wir das Produkt sind einer Jahrmilliarden Jahre andauernder Entwicklung und Evolution des Universums. Wir sind die Kinder der Sterne. Und sie zeigt eben auch, dass wir nicht nur einfach nur in diesem Universum drinnen sind. Sie zeigt nicht nur, dass wir Teil dieses Universums sind. Sie zeigt eben, noch viel wichtiger, dass das Universum auch in uns drinnen ist. Und ich kann meinen Besucher schon verstehen. Der Alltag stellt uns jeden Tag vor neuen Problemen und neuen Herausforderungen. Aber mein persönlicher Ruhepol liegt im Sternenhimmel. Immer wenn ich es schaffe, meinen Blick von unten, angezogen durch die Schwerkraft des Alltags, hinaufzurichten zu den Sternen, dann wird mir immer so wieder ein bisschen bewusst, vielleicht sind meine Probleme nicht so groß, wie sie scheinen. Mir wird bewusst, wir leben auf einem kleinen Staubkorn in einer riesigen kosmischen Arena. Da oben gibt es noch so viel mehr. Es ist gerade so, als ob die Sterne mir die Scheuklappen absetzen könnten, die mir der Alltag ständig wieder versucht aufzusetzen. Wenn ihr also das nächste Mal von Alltagssorgen geplagt oder gequält werdet, macht es so wie ich. Trinkt ein Gläschen Wein. Aber denkt bei jedem Schluck daran, dass ihr ein bisschen Urknall und ein bisschen Sternenstaub zu euch nehmt. Danke. Mr. David Gruber.
Danke. Danke, danke.